Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Jo, liebe Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr wieder da seid. Chapter 837 ist rausgekommen und Leute, das Chapter hat mich richtig umgehauen. Ja, und der gute Akata ist wieder dabei, der war ja im Urlaub, war ein bisschen abwesend jetzt hier bei den Chapter Reviews, aber er ist wieder dabei. Und ja, gerade bei so einem geilen Chapter wirklich, was auch so stark beginnt, und gestern sind die Spoiler ja rausgekommen. Ich wollte kein Video machen, weil ich nicht genau wusste, ob sie real sind, weil es ist immer so ein unsicheres Ding, aber sie sind wahr und Leute, es ist einfach zu geil und ich würde sagen, Akata, beginnt mal. Ja, es ist richtig unerwartet. Jeder dachte, jetzt kommt so ein langweiliger Big Mom-Arc erstmal, was ja normal ist zu erwarten, weil man jetzt erstmal gesehen hat, dass sie in diesem Wald waren und sich verlaufen haben und so weiter und so fort. Aber Ruffy will das schnell klären, das sieht man direkt. Er setzt Gear 3 an, Elephant Gun und versucht eigentlich alles gegen ihn, aber Cracker kann locker dagegen halten und prügelt ihn danach direkt weg und Ruffy bemerkt, okay, ich bin viel zu schwach. Danach sieht man auch Nami, dass sie gegen diese Hexe kämpft mit der Spiegelfrucht und Nami kann sie anscheinend besiegen, so wie es aussieht, und vorher erzählt die was über die ganzen, ja, über Kid und Apu und so, und ja, das erzählt euch jetzt der Theo. Ja, also Leute, das ist echt zu krank. Also Kid, Apu und Capone haben und Rouge haben alle ja versucht, bei Big Mom irgendwas zu erreichen, sie zu besiegen, also sie irgendwie gegen sie anzustinken, sag ich mal so ein bisschen. Und keiner außer Rouge konnte einen Kommandanten besiegen, und Cracker ist einer der vier Kommandanten. Rouge war der einzige, der einen Kommandanten besiegen konnte von Big Mom. Man muss es so sehen, es gab vier Kommandanten von Big Mom. Ruffy kämpft gerade gegen einen. Zu dem Kampf kommen wir gleich noch. Der hatte auch ein ziemlich geiles Ende. Ja, Ende weiß man nicht, aber egal. Und Rouge hat auf jeden Fall einen Kommandant besiegt irgendwie von diesen Süßigkeit-Kommandanten. Und jetzt gibt's halt nur noch drei. Rouge hat aber gegen Cracker mehr oder weniger auch Eier geschoben, also gegen den Ruffy gerade kämpft, und ist auch durchgezogen und ja, also hat's auch nicht geschafft. Sie sagen zwar, Rouge ist tot, seine Leiche liegt hier im Wald. Das blöffen die so ein bisschen, weil es ist Quatsch. Wir haben ja Rouge gesehen, wie der auf der Wolke sitzt und ja, sozusagen dieses Intro zu Kaido eingesprochen hat, was auch ziemlich episch war. Man weiß jetzt nicht, ob das nach, wenn das nach dem Vorfall war, wo er Kaido eingesprochen hat, was ich nicht glaube, glaube ich, das ist einfach Blödsinn, dass er von der Wolke dann direkt runter zu Big Mom und dann da gestorben ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall krass zu wissen, dass Kid und so und Apu und Capone es nicht geschafft haben. Capone hat gleich wie so eine Fotze sich dann eingeschleust bei Big Mom, weil er gemerkt hat, die sind stärker. Hat er sich eingeschleust und ist jetzt da halt, wissen wir ja, dass er bei Big Mom ist und da auch geheiratet hat und so. Kid und Apu ist ein bisschen anders bei denen. Ich denke, dass jeder, der sozusagen verliert, hat die Chance, dass Big Mom sozusagen trotzdem noch eine Chance gibt. Du kannst eine Tochter vielleicht heiraten oder so, ja, dass die Familie größer wird. Oder das Roulette durchzulaufen, was Jinbei ja auch machen sollte, wo er dann geschoben hat. Und dadurch, denke ich, hat Kid auch seinen Arm verloren. So. Ja, das ist eigentlich das Gängigste, was man direkt denkt. Und ja, Nami besiegt sie dann sozusagen mit dem Blitz, was ein bisschen komisch ist. Aber naja, dieser Blitz haut bei ihr komplett rein. Und ja, sieht so aus, als wäre sie außer Gefecht, weil sie da liegt mit weißen Augen. Das ist ja meistens so ein Zeichen dafür. Und direkt danach sieht man, dass Ruffy direkt auf Gear 4 geht gegen Cracker. Er kämpft noch ein bisschen gegen ihn, er merkt, okay, ich habe keine Chance, und prügelt dann direkt mit der Kongan in ihn rein, und ja, seine Augen werden auch weiß. So, jetzt erstmal. Bisschen komisch, dass Ruffy jetzt direkt Gear 4 einsetzt, aber der Hype ist fucking da. Er setzt einfach nochmal Gear 4 ein gegen einen Kommandanten, und ja, jetzt kommt das normale Gelaber wie gegen Big Mom. Braucht er dann wohl eine andere Technik, oder er hat nicht vor, gegen Big Mom zu kämpfen, sonst würde er Gear 4 nicht gegen ihn einsetzen. Ja, das Ding ist, wirklich, das ist ja nur ein Kommandant von Big Mom, muss man so sagen. Das ist so wie, ja, wie Jack-mäßig von Kaido, und wenn Ruffy da wirklich, er brauchte wirklich Gear 4, also er brauchte es, er konnte mit Gear 3 Elephant Gun, das ist ja fast mit Elephant Gatling und so seine stärkste Nicht-Gear 4 Attacke, und er hat sogar noch eine Hawk Gatling gegen geprügelt, es war alles nichts, er hat es alles mit seinem Rüstungshaki abgewehrt. Ruffy hat auch gesagt, das ist das stärkste Rüstungshaki, was er bis jetzt vor sich hatte, was auch ziemlich krass ist, weil ich weiß nicht genau, wen er schon alles so vor sich hatte, wer jetzt krass für Rüstungshaki stand. Hatte er Vergo vor sich?
nicht, ich glaube nicht, aber was ziemlich krass ist wirklich, dass es das stärkste Rüstungshaki ist, was er gesehen hat. Ich weiß nicht, ob er das jetzt auch mit Rayleighs Rüstungshaki vergleicht, weil das wäre ultra krass, wenn er sozusagen das auch jetzt höher als Rayleigh gestellt hat. Sozusagen seine letzte Lösung gegen den Kommandant Cracker war jetzt Gear 4. Er hat eine Konkan rausgeprügelt, hat damit auch diese komischen Cracker-Schilder, die angeblich ja so ultra krass hart waren, hat er damit zerschlagen, die sind wirklich zerbrochen. Man sieht Cracker, wie Blut aus seinem Mund kommt und er hat auch weiße Augen und er fliegt, Kilometer weit gefühlt, hunderte Meter zurück durch Bäume und so. Es ist schon wirklich ziemlich krasser Schlag und auch, dass die Augen weiß sind und so, das zeigt immer schon, dass es den Anime-Charakter immer ziemlich zugesetzt hat, wenn man sowas sieht. Deswegen kann man sagen, dass Gear 4 auf jeden Fall für einen Kommandanten ja ebenbürtig ist, wenn ich, also ich glaube nicht, der Kampf ist jetzt vorbei, ich glaube, er wird nochmal aufstehen. Das wäre ein bisschen krass, wenn es jetzt ein One-Hit wäre, weil wie gesagt, Cracker ist für mich eigentlich wie ein Vizekommandant, wenn die Kommandanten von Big Mom auch gleich unter ihr stehen. Wir wissen ja nicht, dass die viele sind, die vier Kommandanten noch eine Ebene tiefer und es gibt nochmal drei oder sowas, die da überstehen. Wenn die Süßigkeitenkommandanten sozusagen eine untere Instanz sind, das wäre richtig krass. Dann sehe ich für G4 wirklich nicht mal ansatzweise die Chance, wenn es noch eine Instanz dazwischen gibt. Aber ich muss auch sagen, wie der gute Akata gerade schon gesagt hat, Gear 4, da sehe ich zurzeit auch nicht mal ansatzweise, dass Gear 4 für ein Kaiserreich, wie Big Mom zum Beispiel, weil wenn Gear 4, also die Technik gerade reicht für einen Untergestellten von einem Kaiser, dann ist es einfach unrealistisch, dass er mit der gleichen Technik einen Kaiser besiegen kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ein Schlag für einen Kommandanten ist zwar schon krass, wenn er jetzt denn wirklich besiegt sein sollte, aber dass er das einsetzt alleine, ist halt schon ein Zeichen dafür, dass er es nicht gegen Kaiser einsetzen wird, beziehungsweise auf gar keinen Fall gegen Big Mom wahrscheinlich einsetzen wird, oder G4 und danach noch etwas anderes. G4 dann sozusagen als normale Kampfform annimmt und danach eine spezielle Technik raushaut, mit dem er dann einen Kaiser dann sozusagen besiegen kann. Aber es ist eigentlich schon klar, dass G4 gegen einen Kaiser meiner Meinung nach keine Chance hat. Ich fände es aber cool, wenn Cracker jetzt schon besiegt wäre, dann würde Ruffy schon wieder zeigen, wie sehr er sich entwickelt hat in dieser Zeit. Und zwar hat er gesagt, ich will Sanji retten, hat da ein bisschen rumgefackelt, dann kam dieser Gegner, er hat seine stärksten Attacken, er hat so gemessen, wie stark der ist. Erstmal Gear 3 Elephant Gun und danach wurden seine Attacken ja immer stärker und dann hat es nicht gereicht. Gear 4, zack, bam, weg mit ihm. Ich will Sanji so schnell wie möglich retten und ja, diese Entwicklung ist einfach real und ich find's geil, dass er Gear 4 eingesetzt hat. Ich hoffe, Cracker ist jetzt besiegt, glaube ich aber eher nicht. Oder es ist so, dass er ihn einfach wegprügelt, sie gehen dann irgendwie weg. Später kommt er dann auf jeden Fall wieder. Cracker ist jetzt auf gar keinen Fall tot oder so. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass er wirklich jetzt nochmal aufsteht und vielleicht sogar mit einer anderen Technik oder mit mehreren Armen auf einmal dann kommt und Gear 4 ebenbürtig ist und dass Ruffy vielleicht wirklich, ich will nicht sagen fliehen muss, aber sich vielleicht auf dem Unentschieden einigt oder sie sich wirklich, ja, unentschieden oder sie schlagen sich beide bewusstlos, sodass Ruffy mitgenommen werden muss, wieder bewegungsunfähig, wie das so oft der Fall ist. Und dass später wirklich Cracker auch mit seinem legendären Schwert, was Brezel heißt, nochmal so nebenbei, Leute, dann wirklich Zorro bekommt, weil das wäre für mich wirklich ein geiler Kampf mit 1000, er wird ja 1000 Arms genannt, also er hat 1000 Arme anscheinend irgendwie, wenn er die auch wirklich so aus sich rauskommen lassen kann. 1000 Arme ist wirklich ein bisschen übertrieben, aber wäre ziemlich krass, 1000 Arme, 1000 Schwerter-Stil, meine Fresse, gegen Zorro. Ob er dann sein Auge öffnet, darüber will ich jetzt nicht reden, das ist wieder, aber das wäre wie gesagt ein guter Moment dafür, dass er dann vielleicht mit 6 Schwertern mit seinem Asura-Kram da dann rumhantiert. Wie gesagt, Ruffy braucht eine neue Technik. Ob Gear 4 mehrere Formen hat, das ist ja auch immer noch im Raum, man weiß es nicht. Eigentlich sind wir uns, denke ich mal, ich glaube, die ganze Community ist sich einig, dass Gear 4 das ist, was wir bis jetzt gesehen haben. Also dieser Bounceman. Deswegen denke ich, es muss ein Gear 5 kommen. Das wäre richtig geil, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Deswegen habe ich es auch ins Thumbnail gepackt und so, weil ich würde mir wünschen, dass ihr mir vielleicht mal ein paar Ideen schreibt. Ich habe schon mal ein Video gemacht mit so, ja, mit Elektrizität und sowas. Das ist auch eigentlich ziemlich logisch. Das ist auch eine bekanntere Theorie, also die habe ich nicht erfunden. Ich habe nur ein paar Sachen dazu gedichtet, wie man es so schön macht immer. Aber ansonsten, Gear 5, ich weiß nicht. Es ist für mich noch zu früh, weil es war gerade, ist jetzt ein Arc erst gefühlt vergangen, so mit Su dazwischen, dass jetzt schon wieder eine neue Technik kommt und es ist ja eigentlich noch nicht ein richtiger Zeitpunkt, obwohl eigentlich wäre ein richtiger Zeitpunkt, aber wie gesagt, ich würde es mir wünschen, wenn der Gear 5 das erste Mal ja in einem Kaiserkampf einsetzt, wenn es denn kommt.
Ja, würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen. Wäre eigentlich auch das Beste und Logischste, auch gegen Kaido vielleicht eine andere, dann gegen Big Mom, wenn er überhaupt vorhat, gegen sie zu kämpfen. Und ja, so könnte man dann eine neue Technik einbauen oder einfach eine andere Version von G4 oder sowas. Aber ihr kennt ja dazu die Theorien eigentlich ja schon alle. Ja, Leute, das war's mit dem Chapter. Ich fand's richtig geil. Guckt auf jeden Fall mal Makata vorbei. Der ist jetzt wieder daheim und ist wieder fleißig. Der war ja in der Türkei, hat ein bisschen vorproduziert gehabt, aber jetzt ist er wieder live dabei. Ist, macht gute Theorien. Guckt auf jeden Fall vorbei. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Chapter fandet und eure Meinungen zu Gear 5, wann es kommt, was es sein wird. Und ansonsten bin ich jetzt raus. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao und tschüss.